Wenzel. Was? Überhaupt mit ihm geredet? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Um das Magnetfeld hier, was? Ich will die Elysianerin, bitte. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Sie verdankt mir ihr Leben. Na gut, ich habe sie herabstürzen lassen, aber trotzdem. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Oh, gleiche Dialogzeilen. Muss ich ihn jetzt versuchen, mit Dialogführung zu schlagen oder was? Aber sie muss zurück in ihre Welt. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance... Wenn die Anführung nicht bereits beendet wäre. Na, so ein Pech. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Das heißt, wir wollen jetzt Wenzel irgendwie manipulieren, dass er doch uns nimmt. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Ja, und ob? Was denn jetzt noch? Oh, das sind sogar neue Sachen. Wann macht die Post auf? Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Dammit. Das Mädchen gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen... Ist noch was? Warte, warte. Was? Wir jetzt nichts verpassen. Wohnsitz abmelden. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Stimmt. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Oh. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Right in the fields. Das Mädchen gehört mir. Letztes Anstatt Ding. Den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Es muss so gehen, wie er will. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. Uneigennützig, ja?
Okay, hier gibt's. Ich komme immer noch nicht über die Sache im Erdmagnet. Das können wir immer noch sagen. Es ist wie dein Vater hat ein Gerät und das nur, damit er in richtig. Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Es funktioniert. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster. Also, es war sogar noch anderer Dialog. Okay. Das Mädchen. Falsch. Ich habe. Und die Post macht aus, sobald er sagt, dass hier. Okay, ich muss gehen. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Ich will gucken, was hier in deinem Büro ist. Kann ich mir noch Sachen hier nehmen? Oh ja, was ein Problem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Das war auf deiner Kiste. Auf der Kiste war das drauf. Los. Was für ein Schrotthaufen. Sieht aus wie ein Hasenkopf. Ist das ein Hinweis auf Harveys neue Augen? Oh! Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Nimm mit. Oh, ein Schlüssel. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Dietrich vielleicht? Ja, das wäre lustig. Der mach rein. Ja? Steck deine Wünschelrute rein. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Mach da beim Wasseremblem. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Nice. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze. Nein! So viel zum Thema, so clever. Schublade, kannst du wieder zumachen eigentlich? Dann wir hier. Ne? Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen der Harvey ist mir nie aufgefallen. Telefonisten, nicht? Wenn eh keiner telefoniert. Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Kann ich da was machen? Nächster bitte. Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Ich will nochmal Lotti sprechen hören. Nächster bitte. Nächster bitte. Nächster bitte! Ich will eigentlich, dass er irgendwann ausrastet. Nächster bitte! Nächster bitte! Schade, ich glaube, da passiert nichts anderes mehr. Klingeln? Da fällt es einfach nochmal raus. Wieder rein? Okay. Was habe ich hier noch so? Hier ist noch ein Fernschreiber. Kann ich damit irgendwas machen? M-A-C-H-T-S? Macht's. G-U-T? I-H-R I-D-O Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Goddammit. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwock angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Ja, bestimmt, ja. Okay, damit kann man noch irgendwas machen, aber erstmal will ich hier testen, den Schlüssel da reinzustecken. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Nächster, bitte! Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Goddammit. Oh, das könnte eine neue Art von Wasser sein. Dieses nicht energetisierende, das andere da. Lass mal kurz speichern. Oh, es ist so spannend. Die Musik ist da allgemein so spannend. Din, 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 din. Was haben wir hier? Der Duft erinnert mich an etwas. Dad's Aftershave? Nein, er war wohl Alkoholiker. Mist. Kriege ich vielleicht mit dem Schnaps den Papagei wach? Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Nicht? Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Das ist kein klares Wasser. Okay, alles klar. Offenbar habe ich klar. Natürlich. So, okay, warte. Dann. Mir fehlt nur noch Batterie, fehlt mir jetzt. Vielleicht kann ich die Batterie das auch mit dem Glas einfach auffangen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Fernschreiber machen muss, aber erstmal probiere ich das, wovon ich eine Idee habe. Klares Wasser. Das wird der furchtbarste Kaffee, den die Welt je gesehen hat. H
Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Nein! Nice. Dann sind wir fertig, oder? Yes. Okay. Da ist echt viel von dieser Batteriesäure drin. Echt viel. So, ich bin gespannt. Zeit, den Espresso zu machen. Das klarste aller Wasser, ja. Wasser. Also, Moment, bevor wir das machen, lass uns nochmal kurz zusammenfassen, was da jetzt alles drin sein wird. Batteriesäure. Benzin. Stierblut, was auch immer das sein könnte. Schnaps. Geriebene Chilischote, die so scharf war, dass man sie mit einem Gummihandschuh anfassen musste. Aufputschmittel. Also, keine Ahnung, Adrenalin in Tablettenform oder was auch immer. Was eigentlich keinen Sinn macht, eigentlich spritzt man das immer. Und Schwarzpulver. Es wird der beste Kaffee, den die Welt je gesehen hat. Warte, kann ich die Spritze auch noch reinmachen, damit alles im gleichen Ding drin ist? Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ah ja, okay. Das machen wir noch. Kombinieren wir fertig. Oh Gott. Ab Zeit, in den Tank damit. Zeit, Espresso zu machen. Oh so, Gott. Das war's. Ich habe alle Zutaten Satans gefunden. Satans beste Krönung. Wundervoll. Ja. Ich genau kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Vielleicht sollten wir weg. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Oh, Backe. Oh Gott! Oh Gott, jetzt geht's los. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Wer hätte gedacht, dass Espressos so schwer zu machen sind? Oh shit. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Oh, oh shit. Wo bin ich? Alter. Für einen Tropfen. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Oh oh. Aber wer soll das trinken? Doch nicht die arme Gong. Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ich bin gerade schlecht. Ich komm später, okay? Alles klar. Gut, dann geh mal zu Gaul. Lass mich der Retter sein, der sie aufhält. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Oh, ich wollte noch den Espresso eigentlich angucken. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Reiß es raus. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Dann nicht. Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Die Explosion halte hatten wir schon. Halte dich von dem Mädchen fern.
So, warte, was sagt er dazu? Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Oh Gott. Der riecht so extrem und der Dampf von dem ist so krass, dass es dir die Netzhaut wegbrennt. Also genau richtig, um es in Goal reinzukippen. Und wenn was übrig bleibt, dann noch für den Papagei. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ah, gewonnen. Mist. Ja, was? Darf ich nicht? Was soll das? Das ist du. Was soll das? Du. Dann vielleicht doch von Anfang an so. Hey, du, aufwachen. Geht doch, Schnarchschnabel. Ist da immer noch Espresso drin? Da ist er wieder. Ich kann ihn nicht abschießen. Kann ihn nicht ansehen, Ja, ich dachte, das können wir jetzt einfach hier machen. Hallo? Also geht's doch wohl erstmal noch woanders weiter. Konzentrier dich, Ruf. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten. Solche Tratschtanten muss ich gießen. Okay. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Dr. Gizmo? Was denn? Lose Notizzettelsammlung. Notfall, danke fürs Gespräch. Danke fürs nicht wirklich. Lotec, irgendwas Neues? Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotec. Vergessen Sie das nie. Kommt jemand, fasst dich an. Du bist nicht unantastbar. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen? Hallo, Aliara. Oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Goal aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Goal, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Das mit dem Unantastbar muss ich morgen mal im Supermarkt ausprobieren. Zu irgendjemand Fremden hingehen, der sich gerade einen Salatkopf oder so raussucht. Fasst ihn so an, so: Entschuldigung, was wollen Sie? Sie sind nicht unantastbar. Und dann einfach so rückwärts den Raum verlassen. Okay. Warte, da war was. Ich kann an seiner Hose rumziehen? Moment. Seine das Tasche? Schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Aber nicht so lange mir zu. Warte, kann ich noch Narkotikum? Papagei. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, schon. Politik ist echt kompliziert. Total. Schütte ihm den Espresso hinten in die Tasche rein. Ich wette, er wäre immun dagegen, okay. Narkotikum? Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Das wäre wie in langweilig. Okay, pass auf. Können wir damit noch irgendwas anderes machen? Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Nein, okay. Dann, was haben wir hier noch? Uhr geht nicht, Narkotikum, das haben wir einmal. Lass mal testen. Komm hierher. Kann ich den Papagei jetzt hier reinfliegen lassen? Tonis letzter Therapeut war auch so ein. Schräger Vogel, okay, ne. Goal trinkt ihren Kaffee schwarz. Willst du den haben? Um Himmels Willen, das wäre Selbstmord. Das auch, okay. Kann ich jetzt den, jetzt lebt er. Hey, Toni, was sagst du jetzt dazu? Ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Ha,
Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden Es ist jetzt nicht bringen? Mehr tot. Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Der witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Oh Gott. So, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber wir haben schon mal den nächsten Schritt. Politik ist so kompliziert, ja. Okay, warte, was haben wir? Hier haben wir jetzt noch die Coupons, oder? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Therapeutisch. Er ist so ein kluges Tier. Kann ich mit ihm nochmal reden? Tonis letzter Therapeut war... Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Ah. Alles Lügen. Alles Lügen. Irgendwas kann ich jetzt mit ihm bestimmt machen. Kann ich jetzt vielleicht ihn auf dem anderen Haken wieder absetzen und dann vielleicht irgendwas Geheimes rausfinden, was sie über mich gesagt hat oder so? Oh, warte, kann ich den nicht mehr? Oh, ich kann ihn nicht mehr da aufsetzen, oh. Tonis letzter Gold trinkt ihren Kaffee. Kann ich nicht Er nochmal? Ist doch schon wach. Will ich jetzt wieder einschläfern? Schade. Er hält den ein Wunder, dass er so atmen kann. Kann ich... Hanek, hast du irgendwas Neues? Hallo nochmal. Ah. Herr Schnutzipu. Ich bin oh, nee, hier ist nichts Neues. Bei dir war nur die Sache mit dem Putzen. Es gibt voll oft in irgendwelchen Puzzle-Games immer so Situationen, wo du zum Beispiel einem Papagei oder einem Vogel beibringst, dass er etwas sagt, damit er dann in einer anderen Situation diese Worte wiederholen kann, um jemanden abzulenken oder die Wahrheit zu sagen. Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Okay. Kann ich irgendwie auf die Notbremse? Das bringt nichts wahrscheinlich. Wo könnten wir den noch hinstellen? Eine Sache haben wir hier noch. Wir haben hier noch... diesen Fernschreiber. Da wurde ja gesagt, da ist ja eine Taste drüber gelaufen, ne, bei diesem Idiot und so weiter. Was ist, wenn ich eine Katze drüber gelaufen? Habe ich Taste drüber gelaufen gesagt? Jetzt kann ich vielleicht einen Papagei drüber laufen lassen. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Noch nicht? Okay. Also noch nicht, das heißt, ich komme wahrscheinlich hier später irgendwann hin. Was könnten wir noch machen? Hier ist eine Nachricht. I see you are an idiot. Hä? Diese Technik. Voll für die Katz. Vielleicht ist der andere Hinweis auch, dass ich erstmal eine Katze besorgen sollte. Habe ich irgendwas Neues, außer den wachen Vogel? Nee. Willst du, Lati? Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt... Kein Abschiedsgeschenk, okay.
könnte ich noch hin? Kann ich noch hin? Hier mit denen habe ich so ziemlich alles mehr oder weniger probiert. Vogel! Neue Öffnungszeiten! Er könnte ihn einfach auszusetzen, wäre also verschenktes Potenzial. Setz den Vogel mal auf die Gegensprechanlage. Wo? Ach, dort! Warte. Stimmt, das könnten wir auch probieren. Die habe ich wieder vergessen, siehst du mal. Nicht doch. Er könnte irgendeinen ihn einfach... Mist! Wäre aber eine Idee gewesen, dann hätte er die ganze Zeit irgendwie einen Knopf drücken können oder irgendwie sowas. Nächster, bitte! Irgendwas damit müssen wir noch machen. Ich quäle Kaffee und im Gegenzug... Was? Was? Warte, mir muss jetzt erstmal überhaupt auffallen, was wir überhaupt erreichen wollen. Wir wollen sie wach kriegen. Oh! Ich könnte den Vogel dazu benutzen. Er hat jetzt ja unsere ganzen Schandtaten sich gemerkt. Was ist, wenn er die ganze Zeit die Schandtaten hier in die Notrufsäule reinsprechen würde? Dann wäre doch der Typ, der gerade bei Goal ist, der derzeitige Doktor, nur noch am Herumlaufen, oder? Ja! Hallo? 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 Na toll, Gizmo ist unterwegs. Ah, okay, aber das war schon eine gute Idee. Das heißt, ich will ihn jetzt erstmal dazu bringen, dem Ruf da auch zuzuhören. Okay, wir haben den nächsten Schritt. Ich wollte noch bei Goal gucken, ob da noch etwas zum Einsammeln ist. Weil dann würde nämlich der Typ die ganze Zeit unterwegs sein. Also so male ich es mir jetzt derzeit noch aus. Kann ich mit dir hier noch irgendwas machen? Ich bin mir nicht sicher. Warte, kann ich... Ist es hier auf der Notfallstation? Ist hier irgendwo ein Lautsprecher? Naja, hier kann ich nichts mehr machen, ne? Oh, warte, vielleicht kann ich... Nee, das würde mir nichts bringen, oder? Den Papagei hier auf den Baum zu setzen? Nicht doch. Er könnte irgendwie ihn einfach auszusetzen. Okay. Okay, also. Ja, ihr sagt auch, Vogel wird später, etwas später wichtig. Okay, dann müssen wir erstmal was anderes finden. Mach's gut, Nanok. Was könnten wir noch probieren? Warte, bei Wenzels Haus? Können wir hier noch irgendetwas machen? Das Wasser fließt nicht mehr. Hat der irgendwas Neues hier gemacht? Und da ist eine neue Quelle. Okay. Kann ich die Quelle mit Schlafmittel? Ich will mit Wenzels... die ganze schöne Frischwasserquelle mit Schlafmittel versiffen ist hier. Also meine nächste Idee ist, irgendetwas zu machen, um die Leute von Goal wegzubekommen... Dass wir da das Schlafmittel halt, den Kaffee bei ihr anwenden können. Die Frage ist nur, was machen wir da? Dr. Gizmo? Was denn? Ich will... Ich höre... Feuer und... Das hätte meine Brand... Sie haben ein... Ja. Das war mein... Es gab einen... Und ich glaube, ich erinnere mich... Ich mich... Unglaublich... Doch kein... Aus da... Ich versuche gerade echt, kann vielleicht irgendjemand sagen, an welchem Punkt man etwas überlegen sollte? Also, bin ich hier richtig, um die wegzubekommen oder gibt es noch wo was anderes zu erledigen? Also, ohne zu sagen, was es ist, aber ne, nur als Idee. Weil mir fällt gerade nicht ein, die Coupons könnte ich noch nehmen mit dem Vogel und der Notfallanlage, ja... Aber ich glaube, mir fehlt noch irgendetwas, um das richtig zu machen. Danke fürs nicht wirklich. Aber was ist das? Die Idee ist richtig in Bezug auf Gizmo. Oh, Sie sind nicht vergessen. Okay, ich sag da auch nur mal das Gleiche. Hier ist noch diese Tasche da hinten. Die Arschtasche.
Versuch mal mit der Wünschelrute was rauszufinden. Ich habe ihn nicht gewählt, damit... Hab ich ihn überhaupt? Oder irgendwo, Mann? Politik ist echt kompliziert. Vogel zu Gizmo. Ich denke nicht. Solche Tratschtanten muss sich Gizmo schon den ganzen Tag über die Notrufsäule anhören. Tratschtanten und Petzen. Hinweis mit der Notrufsäule, aber die Idee hatte ich auch schon. Das ist aber noch ein Schritt zu weit. Kann ich irgendwas mit Wenzel? Ich habe nichts mehr zu sagen. Hörst du, Wenzel? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Okay, nee, mit Wenzel kann ich auch nichts mehr machen. Mach's gut, Dazza. Der Ort stimmt. Okay, also ich will auf jeden Fall hier irgendwas machen. Ich wüsste nur auch nicht, was ich hier kombinieren will, gerade aus dem Inventar. Kann ich irgendwas Neues mit Goal machen eigentlich? Hey, Goal! Go-ho-ho-ho-hol! Aufwachen! Nee, das ist nichts Neues. Tja, ich... Wie friedlich, da hilft nur extra starker Kaffee. Extra starker Kaffee. Kann ich vielleicht den Trichter irgendwie im Hinten da reinhauen und dann irgendwas reingießen? Ich habe ihn nicht gewählt. Hab ich oder... Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Die Frage, ob wir auch wirklich etwas machen können. Ich habe ihn nicht hab ich oder... Er sagt, egal was ich versuche zu kombinieren, er sagt zu allem das Gleiche. Ich weiß echt nicht. Jetzt gerade probiere ich einfach wieder alles aus. Aber Rufus, mein Fehler. Aber Rufus, was machst du denn da mit der Bohrmaschine an meinem Anus? Aber Rufus! Mein Fehler. Leertaste und einmal im Raum... alles im Raum angucken. Habe ich schon gemacht. Trichter in den Mund. Fump. Das habe ich schon gemacht. Und hier ging die Tür auf. Da habe ich Balance damals rausgenommen. Und mit denen gesprochen habe ich schon... Und hier ist noch seine Hose. Vielleicht muss ich nur das Richtige finden, was ich mit der Hose da... Ich habe ihn nicht gewählt. Hab ich... Oh Mann. Oder einen Ballon mit einer Schnur dranbinden, damit ihm die Hose da irgendwie weggezogen wird oder so? Oh, aber Rufus! Mein Fehler. Ich hol mir mal noch so einen aufgeblasenen Ballon nochmal. Ich sehe da hinten ein Kein-Feuer-Schild, ja. Aber was zum Teufel soll ich hier anzünden? Ich meine, ich habe einen Handschweiß... den Karton? Oh, tatsächlich. Lol. Was riecht denn hier so komisch? Ah, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Er geht einfach rein. Oh Gott. Killen wir den jetzt? Ach so, das war's? Ich dachte, wir holen den vielleicht wieder raus oder so. Okay, pass auf. Das wäre eine der Spoiler-Infos, ja. Weil ich habe aus dem... Ich habe nicht gewusst, dass ich mit dem Karton... Also mir ist nicht die Idee gekommen, dass ich noch was mit dem Karton machen kann. Weil ich jetzt dachte, ich habe aus dem Karton schon die Balance rausgezogen. So nach dem Motto, ich habe mit dem Karton jetzt schon interagiert. Der Karton ist fertig. Bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, den jetzt nochmal was mit dem zu machen. Stethoskop bitte. Darf ich mich eigentlich überhaupt dran nehmen? Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Oh, ich darf es einfach nehmen? Okay. Na endlich. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe gar nicht registriert, dass hinter dem noch irgendwas war. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert.
Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Oh, und jetzt können wir das ihm hinten reinstecken. Oh. Papa Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Wieder der Spruch. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl. Go, Gadget, Gizmo. Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind jetzt schnell, gefeuert. Während Sie abgelenkt sind. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Gleich geschafft. Ich muss nur noch sicher gehen, dass auch kein Tropfen verloren geht. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Soll ich den Trichter in Ihren Mund stecken? Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie jetzt geht's los. Oh Gott. Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Ich glaube, ich habe einen Giant verloren. Rufus? Alles okay bei dir? Das war der heftigste Kinnhaken meines Lebens. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Vor allem Ruhe. Das wird nicht klappen. Gaul, ich bin's, dein Retter. Gaul, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Ah. Oh, Putz. Tat es eigentlich weh, als du vom Himmel gefallen bist? Ah. Sag mal, hat das nicht weh getan, als du vom Himmel gefallen bist? Och komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Nee. Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir! Supp, Kartoffelsupp. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Das sind Gespräche auf deinem Niveau, Rufus, ne? Ne? Ritzel, Fitzel, Britzel vielleicht? Ritzel, Fitzel, Britzel? Wugel, Wugel. Wugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Mammelframs? Bim für die Bum, klopp. Ach, das führt doch zu nichts. Was? Also ich habe perfekt alles verstanden. Damit du dem Bug nicht erliegst, sobald du zur Poststation kommst, speicher. Dann kannst du rumtesten. Wenn du den Bug aber definitiv nicht möchtest, dann ein Tipp zur Vermeidung. Also ich werde speichern vor der Poststation. Ich versuche dran zu denken. Die Frau ist ja total plemplem. Plemplem. Was habe ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Ja. Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war Trigger das? World. Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier?
Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, ja. Das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ganz spannend ran drauf auf. Die ist wieder weg. Aber ich. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? So unendlich gutmütig. Überhaupt nicht aus eigenen Gründen hier. Unsere Pläne. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Rufus, tut der Kopf noch weh? Nur, er guckt ja nicht sehr begeistert hier mit seinem Blick, so, was ist da hinten los wieder? Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ganz genau. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Niemals! Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Ja, okay, das haben wir schon 20 Mal gehört. Goal muss zurück nach Elysium. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponie... Aber was haben wir auch schon der gehört. Bürgermeister hat entschieden, dass... Und ich halte das für sehr... In ihrem Zustand würde... Selbst wenn das Ziel... Genau, sie kann nicht zurück, sie bleibt hier, das wurde bestimmt... Augenblick alleine lassen, es geht wohl nicht. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Nein! Ich kann es kaum... Ich komme wieder. Okay. Gibt's hier... Macht der... Bist du fertig mit Putzen und so? Nein? Okay. Weiß nicht, soll ich wieder die gleichen Leute ansprechen? Für neue Dialoge oder so? Wie bei Gizmo? Oder soll ich gucken, ob's Postamt offen ist? Du, Lonzo. Ah, bist du. Ah, ist grad ich. Okay, nee, hier gibt's nichts Neues. Lass uns kurz gucken. Nachricht. Oh, die Schlange von Leuten da vorne ist weg. Hallo? Lotti? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Von wo aus kann ich einen Funkspruch machen, ja? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja, dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare spielen. Bin ich jetzt dran? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Die Post öffnet um welche Fälle? Hat sich immer noch nichts geändert an der Uhrzeit. Was kann ich mit dem Mikrofon eigentlich machen? Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Ja, das haben wir schon gehört. Ich speichere jetzt mal. Ich glaube, also zur Post kann ich immer noch nicht rein, ne? So viel wissen wir jetzt. Wir müssen irgendwas finden, was eine Uhr andeutet oder so. Ne, wenn ich jetzt versuche reinzu... Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist! Ach so! Jetzt können wir da mittlerweile hier rein. Ja, sollen wir mal hiermit, lass mal den Papagei da drauf ein bisschen rumtanzen. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich ein... Aber noch will ich die... Okay, kann Diese ich schon? Diese Technik ist voll für die Katz. Hier ist eine Nachricht vom Bürger... Das haben wir schon alles gehabt. Okay.
Was kann ich mit dem Mikrofon machen? Wenn ich hier, Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Ja, warum nicht? Wo ist das Problem? Hier, da fehlt ein kleine, großer... Okay, das sagt er bei allem. Ich dachte, oh, vielleicht hier Gegensprechanlage. Nächster, bitte. Ist auch nichts Neues mehr drin, ne? Schublade. Okay, das ist nur zum Rein- und Rausfahren. Hier kann ich auch noch nichts machen. Bis wann wird heute eigentlich noch gespielt? So lang wie immer wahrscheinlich. Oh, das ist neu. Oh, wir können die Uhr klauen. Den Trichter nehmen wir wieder mit. So. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Es ist Zeit. Ach, die Uhr. Komm schon. Und jetzt vorsichtig. Langsam. Ups. Lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Lotek, warum ist da hier an seinem Sack noch so eine Schraube? Er ist und bleibt ein Penner. Rufus! Ich habe schon so viele Einsätze eigentlich verpasst hier mit dem Geräusch. So. Apropos hier. Es ist Zeit für ein. Zeit für ein weiteres Manöver. Apropos, hier fehlt eine Uhr. Bitteschön. Dup. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet. Postana! Nee, ne? Nee. Da dann ganz ehrlich ist nee nur gegeben. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Ich verschwör's dich nicht. So, okay, jetzt sollte ich nochmal speichern, bevor ich die Post betrete, weil ein Bug passieren kann in der Post. Und dieser Bug sorgt dann dafür, dass, ich weiß nicht, was dann passieren soll. Aber gucken wir mal. Wenn man wahrscheinlich irgendwas in einer bestimmten Reihenfolge macht, kann das passieren. Ein Gewicht, zwei Gewicht, drei Gewicht. Aha. Ersatz-Katzenschublade, bitte. Fehler. Dann halt nicht. Oh, ich glaube, den müssen wir noch ablenken. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. So schnell kann das gehen. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Einen Nachsendeantrag? Will ich das? Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Der Bug bringt, dass du quasi nicht mehr weitermachen kannst. Dann hoffen wir mal, dass er nicht passieren wird. Wo finde ich ein angemeldetes Privatgerät? Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Und andere? Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren drei Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek. Mhm. Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die dritte Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Also bringen sie eigentlich alles gar nicht. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt. Öffentlich, nicht öffentlich. Ich würde gerne ein privates Gespräch führen. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. 10 Jahre. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was?
Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Oh oh. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Ich glaube, Toni wird sehr viel Spaß haben mit der Wohnung dann noch. Tresorraum? Darf ich in den Tresorraum? Hallo, Timmy! Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. What? Zerstörung ist Spaß. Ja. Wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Knickerfolie, du magst ja also. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen. Also kleine Güter in Frankierungsstufe 3. Und da okay. Kratzen. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es Zungenbrecher. Ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich, ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten putzt. Mittelersatzsack. Potzdonner. Oh, das Wort, though. Für Hangman, perfekt. Bis später. Das Wort habe ich jetzt schon wieder vergessen. Auf den Horchposten. Oh. Oh. Da ist ja noch jemand. Mit dicken Tauben. Warte. Erstmal gucken wir, was hier beim Rest abgeht. Hallo, Biao. Der Postbot ist geil, ja. Oh, Katze. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Katze. Hier, ich brauche noch einen Sack. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Das ist aber nett von ihr. Wir brauchen einen Sack, ne? Weil bei dem Sendegerät wurde gesagt, es ist noch nicht Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen. Also brauchen wir einen Sack für die Katze. Oh. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Okay. Oh, was haben wir da? Wippvogel? Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Kann ich aber nicht nehmen, weil es halt zu hoch ist, ne? Ach, Funke. Fehler. Dann halt nicht. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Mikro habe ich. Hier, Mikrofon. Kopfhörer können wir Trichter benutzen, auch Pumpf. Weiß nur nicht, ob das so einfach funktioniert, mit dem Trichter einfach rein. Okay, und hier reinzukommen, brauchen wir Knickerfolie, um den Typen hier abzulenken. Okay, gehen wir erstmal auf den Horchposten, um zu gucken, was hier abgeht. Schrank. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Tür des Pet. Aha. So, der Telefonist. Da oben ist noch so ein Teddybär. Hey, huhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's?
Was macht die Arbeit? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Aber ich muss mit Klitus Kontakt aufnehmen. Ersatzpost, Katzenkasten, Putzmittel, Ersatzsack. Genau. Von Naira. Das war das Wort. Direkt mal ein fröhliches 4-Frucht-Marmeladenglas-Deckel-Verschlussdrehöffner hinterher. Das klingt nach einem sehr praktischen Öffner. Was macht die Arbeit? Nochmal? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem... Klitus, ja, das wissen wir. Ich muss dringend funken. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Ich mag es, wie die Taube da hinten guckt, die Dicke. Da oben. Da. Kann ich jetzt funken? Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Und jetzt? Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Ja, damit, okay. Von wo aus kann ich denn dann funken? Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut. Alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. Das stimmt so schon eher. Und nicht anders. Ja, und von wo aus kann ich dann? Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein. Das hatten wir schon. Okay, das war nochmal genau das Gleiche. So. Dachte, vielleicht könnte man nochmal fragen. Bist du nicht mal müde da? Du siehst ziemlich müde aus. Bist du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Ah, okay, ich habe wieder eine Idee. Vielleicht können wir jetzt den Papagei benutzen und wir müssen... Die haben drei Sachen gesagt, ne? Die haben gesagt, das Notrufding unten im Zentrum vom Dorf, beim Bürgermeister die Sprechanlage und noch irgendwo eine dritte. So. Und wahrscheinlich müssen wir alle drei auf einmal irgendwie befeuern und überall gleichzeitig Lärm machen, damit der Typ gnadenlos überfordert ist. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Das heißt, wir müssen ihn überbelasten, damit wir die Kopfhörer bekommen. Dann haben wir Kopfhörer und Lautsprecher. Dann müssen wir noch an die Knickerfolie zu hinterm Roboter kommen. Und jetzt? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, immer noch. Nerv nicht. Nette Tauben. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Oh Gott. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Du, was war das mit den Tauben? Echt? Das werden wir noch für irgendwas brauchen? Vielleicht, weil dann bei dem Metallberg irgendwelche Tauben oder Elektromagneten sind? Aber guck mal, hier sieht man so ein Gewicht, zwei Gewicht, drei Gewicht. Hier sind nochmal die Dinger. Genau die gleichen Gewichtangaben wie unten bei dem Typen. Was war das? Du meinst die Tatsache, ist das nicht falsch? Ja, das... Vielleicht können wir das Magnetfeld irgendwie beeinflussen. Okay. Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Was gibt es hier noch? Einfach ein Schrank. Da kann ich vielleicht einfach irgendwas reinstellen und dann wird das irgendwo anders hingebracht. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. So genau. Bekloppt, wie die gucken. Dafür brauchen wir wahrscheinlich irgendein Paket und dann können wir das von hier aus verschicken. Okay. Wollen wir jetzt mal wohl irgendwo was testen? Was können wir noch machen? Das heißt, ich will im Prinzip etwas Leichtes, so etwas mit Gewicht 1. In ein dreifach frankier, also in einen Frankierungs, in eine Frankierungsbox, ne, der Stufe 3 reinmachen. Sprich, etwas Kleines in einen großen Karton, damit er das mit der Knickerfolie zumachen kann und so. Okay.
Okay. Was passiert, wenn ich jetzt dann nochmal ziehe? Hallo, Oblivion Angel. Ich habe lange genug. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Okay. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Tja. Können wir hier... Nächster bitte! Nächster bitte! Nee, das war nur die Gegensprechanlage. Okay, warte. Test Nummer 1. Direkt mal den Vogel hier dran machen. Mal gucken, ob das was gibt da für den Kerl da oben. Ob da schon was passieren wird. Nee, warte. Nimm hier, da, daran. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Das wissen wir doch schon. Rufus ist ein Nichtnutz. Ein Nichtnutz. Seht ihr? Poststelle, Horchposten. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Hey, hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Erntemaschine missbraucht, um Schindeln zu stehlen? What the fuck? Rufus hat die Schrauben. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich also. Rufus ist der Heuschrecken. Wirst du nicht mal müde? Naja, heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Genau, wie kriege ich jetzt auf den anderen Leitern da noch was rein? Gute Nacht, Typ. Ich gehe dann, Mama. Das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Oh Gott! Rufus ist ein Nichtsnutz. Hier war ansonsten nichts anderes, ne? Okay. Geh mal weg hier. So, Ersatzkatzenschublade. Da müssen wir nochmal gucken. Was könnten wir noch machen? Warte, wo waren die anderen Sachen? Ich brauche nochmal genaue Info hier. Hey, ach, was ist das? Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Von wo aus kann man funken? Nein. Außer diesmal gut. Dann hält's in den Tresor. Tut mir leid, ist wieso leider gut. Alle, so und... Warte. Kann ich jetzt funken? Jetzt nicht von diesem... Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Oh Gott, warte, von wo aus nochmal kann ich funken? Ich weiß auch nicht, was hat denn irgendjemand? Belegt hier ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehlen. Rufus ist ein Nichtsnutz. Ich gehe. Nein, ich glaube, sonst ist es nicht. Ich genau. Können wir vielleicht noch irgendwo... Warte. Hier gibt's nichts mehr, oder? Hier sind, weil ich dachte, ne, Schrottberg in der Ferne und so, vielleicht sind da irgendwo die Tauben, die lieben Trauben hingeflogen. So, der redet da noch weiter. Wo waren die anderen Geräte? Ich glaube, hier wird's auch erstmal nichts mehr geben. Ich habe nichts anderes mehr, um Geräusche zu machen. Oder soll ich meinen Papagei einfach irgendwo anders hin positionieren? Coupons haben wir noch. Ich sagte Ja, aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Morsegerät und die Gegensprechanlage. Ah ja, die Gegensprechanlage. Also wird ja gesagt, Katze aus dem Sack zu lassen. Jetzt wissen wir auch, wo wir Katzen herbekommen. Das heißt, ich würde gerne von da eine Katze nehmen und auf dem Morseapparaten drauflegen, damit da die ganze Zeit irgendwas durchläuft. Und Gegensprechanlage...
Da müssten wir gucken. Nächster, bitte! Finger weg. Ist ja gut. Ich tausche gegen Narkosemittel. Hab ganz schön was durchgemacht. Oh, ich was hab Neues. Ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Diesmal ja. Du brauchst? Wie war das? Das sind Man gibt sie bei der Post. Und? Du bekommst sie. Tolle Geschenkgutscheine. Ich muss weg. Das aber du. Warte, vielleicht können wir es nochmal probieren. Kann ich irgendwie unseren Vogel da abwerfen? Durch das Fenster könnte ich. Aber da draußen. Ich glaube, vielleicht kommt es noch. Hallo, Hunter Base! Kiwi-Kopf. Warte, ich will kurz gucken. Nase juckt, das will ich gucken. Kann ich ihn vielleicht wieder nehmen? Was wissen Sie noch? Rufus, das ist Heuschrecken im Getreidesilo. Können Sie das nochmal wiederholen? Besetzt. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich ihn nochmal einsetzen, um sie abzulenken, damit ich dann die Coupons nehmen Was kann. Was wissen Sie noch? Warte, ich würde. Exilien! Nicht kleiner dann 3. Dankeschön, Exilien, für die 69 mit einem kleinen Miep. Warte, jetzt, mal jetzt. Diese mal jetzt. Technik ist voll für die Katz. Diese Technik. Hier ist eine Nachricht von. Oh, entweder war da ein. Der mit. Vielen Dank, Exilien. Nächster, bitte! Bräuchte irgendein Gewicht oder so, was ich auf die Gegensprechanlage draufhauen kann, damit er die ganze Zeit nächster bitte, nächster bitte, nächster bitte. Das sagt. Ist doch so schon lang. Kann ich denn irgendwas als Gewicht oder irgendwie. Ich brauche kein Ziel, ich bin bereit. Irgendwie das Ding da irgendwie einklemmen? Nein, der Tag. Moment. Ich würde gerne irgendwas oder verschweiße den Knopf oder so. Das sitzt auch so schon. Aufbohren? Besser nicht. Ich könnte einen Strom. Alles schon da. Oder? Ich weiß nicht, was Keine kann. Keine Reaktion. Jetzt Wasserquelle. Da sind zwei Löcher. Kann ich irgendwas anderes? Wow. Machen? Alleine von den Ausdünstungen blättert hier schon der Lack ab. Oh Gott. Mikrofon brauche ich später. Nee, dann kann ich nichts machen. Nicht kleckern, sondern ich persönlich. Irgendwas, was das Ding. Da fehlt ein kleine großer Blö. Da fehlt ein kleine nee, okay. großer. Eine Katze will ich auch noch mitnehmen. Aber darüber brauche ich vielleicht einen Sack. Ich muss eigentlich schlafen, um 3 los zur Nachtschicht. Bin wach. Ach so, hast du das nur benutzt, den Alert, um dich selbst wach zu machen? Vogel aus dem Tresor auf die Sprechanlage. Ja, das wäre eine gute Idee. Aber das Problem ist, dazu muss ich zuerst hoch in zum Vogel. Und ist die Frage, in was für einer Reihenfolge wir das hier machen. Ich brauche das, aber ja, der Wippvogel würde mehr Sinn ergeben, ne, dass er immer wieder den Knopf so, weil wenn du ihn dauerhaft drückst, bringt es ja nichts. Und mit jedem Mal so, nächster bitte, nächster bitte, nächster bitte und so weiter. Aber an den Vogel kommen wir nur, wenn der Roboter abgelenkt ist. Das heißt, wenn wir diese Folie haben. Wie kommen wir... Können wir die Katzen zum Einschlafen bringen, damit er neue Katzen rausholen muss? Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Oh, guck sie dir an, oh Gott. Die Arme. Stimmt, sie sollte wirklich mal... Komm. Wie entspannt sie auf einmal ist. Oh Gott, sie sind so süß. So. Jetzt musst du zum Ersatzkasten, oder? Weil sonst passiert ja nichts. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen.
Ersatzpostkasten, Postkatzen, brauchst du die? Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich, ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Wenn sie einschlafen? Werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Das hatten wir schon ins Gespräch. Und wohin putzt? Nichts, ich kann hier nichts anderes mit ihm darüber reden. Ich will das nicht. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Warte, wozu war diese Klappe hier? Oh! Die Pakete werden jetzt viel langsamer transportiert. Ja. Sie frankiert die Pakete jetzt viel langsamer. Das heißt, wir können sie mit dem Kaffee auch beschleunigen. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas. Jetzt ist sie auf normaler Geschwindigkeit. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Nee, das wäre bestimmt gut. Sie frankiert die arme Pakete Katze. Jetzt viel schneller als vorher. Genau, wir brauchen ja 3 Briefmarken auf kleiner Ware. Das heißt, wenn die eine langsam ist und die andere schnell ist, dann wird das Paket langsam durchgezogen und dann kannst du ganz viele Frankierungen drauf machen. Vielleicht muss ich einmal raus und wieder rein, damit es Wirkung zeigt. Nein, noch nicht. Hi. Bitte. Sonst nichts. Und ich und den Ersatz doch und den Hotz. Ich dachte vielleicht, wenn ich ihn anspreche darauf, nachdem ich sie modifiziert habe, dann werden sie noch irgendwas machen. Okay, aber das war noch nicht alles. Ja, alles. Du brauchst noch eine Sache aus dem Büro. Okay. Diese Technik ist voll für... Ja, ich will eine Katze eigentlich draufstellen. Eine Sache aus dem Büro. Kann ich irgendwas in die Schublade rein... Aber wozu sollte ich das tun? Oder... Etwas reinlegen und dann verstecken? Was könnte hier noch sein? Was für ein Schrotthaufen. Habe ich neue Augen? Hier kann man noch was mitnehmen. Was ist, wenn ich hier dran drehe? Zurückdrehe. Nanu, er ist weg. Naja, auch gut. Oh, Kissen. Oh, Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Wow. Die Idee hätte von mir sein können. Krass, okay, wow. Ich habe nicht dran gedacht, also jetzt habe ich dran gedacht, aber zuerst die ganze Zeit, also ohne den Tipp im Büro gibt es noch was, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, mit dem Ding, mit dem wieder den Wassertropfen zurückzudrehen, um die andere Schublade rauszuholen. Aha! Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Das sieht aus wie ganz viele lustige kleine Pünktchen. Kann ich irgendwas... Au, ein blödes Teil. Da mache ich wahrscheinlich dann irgendwas mit den Tauben jetzt, um sie... Kann ich das einfach so mal probieren? Ich glaube, ich speichere mal wieder. Ich habe jetzt länger nicht mehr gespeichert. Aber auf einem anderen Speicherpunkt. Ich weiß nicht, ab wann dieser Bug... Ich weiß nicht mal, was der Bug ist, aber ich hoffe, dass da dieser Bug nicht auftreten wird. So, okay, warte. Yes. Also, die Tauben orientieren sich am... Oh, jetzt nochmal Rätsel. Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumrede. Ich liebe es, Gott zu spielen. Oh Gott, hör auf zu reden. Was ist hier überhaupt mein Ziel? Brr.
Okay, ich kann nur oben und unten. Jetzt habe ich alles gleichmäßig verteilt. Was habe ich davon? Lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Handemaschine. Ein Gerät, dass das die Idee hätte von mir sein können. Rufus ist ein Nicht. Okay, ich weiß noch nicht, wofür das überhaupt gut sein soll. Also. Ich muss kurz vor dem Papagei da oben weg. Zum Umlagern. Also, ich kann da irgendwie die Stärke vom Magnetfeld umlagern. Ich will wahrscheinlich, dass die Tauben... Wahrscheinlich, dass die Tauben mit irgendeinem Paket losfliegen, ich die Tauben dann irgendwo rein crashen lasse und dann den Inhalt vom Paket bekomme, nehme ich an. Kann ich irgendwo gucken, wie sich das auf die Tauben ausgewirkt hat oder so? Wo die Tauben ab jetzt hinfliegen werden oder so? Ich weiß ja nicht, was für eine... Gibt es hier irgendwo einen Hinweis, was für eine Verteilung ich machen muss von dem Ding? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Also ich glaube, die drei Balken sind so 1, 2, 3 für die Tauben. Und steht das für die Gewichte oder so? Oh, sie haben Gurr gesagt. Was heißt das? Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Antenne von Frau Henkel. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Gerade eben sind die so stehen geblieben. Heißt das jetzt, dass die Zweigewichtszaube irgendwie eine dreifache Magnetfeldstörung bekommt? Oder was soll das heißen? Surkan schreibt auch im Chat, du musst es hinbekommen, dass die kleinen Tauben die großen Pakete tragen. Hat es vielleicht irgendwas damit zu tun oder so? Jetzt hat sie wieder reagiert. Wie kriege ich da... Oh, diesen Knopf kann ich jetzt auch drehen. Wovon hängt das ab? So. Die dicke Taube ist das kleine Loch. Ach nee. Die sind jetzt so missorientiert, sodass die dicke Taube in das kleinste Loch reingegangen ist und die kleinste Taube ist in dem größten Loch und die mittlere sitzt immer noch auf dem mittleren. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Handemaschine missbraucht, um Schindel vom... Dann jetzt... Jetzt muss ich nur überhaupt dafür sorgen, dass ein Paket auch verschickt wird. Oh, huch, was war das gerade eben? Ist irgendwas durch meinen Bildschirm geflogen? Uns wurde gesagt, im Büro sind öfter mal Trauben gegen die Fenster geflogen. Nein, nicht? Erstmal ein Paket verschicken. Oh, René ist heute 2 Jahre alt geworden. Hey, Oblivion Angel. Glückwunsch an den lieben René. Richte ihm alles Gute aus. Na dann verschick mal was. Ja, aber erstmal brauche ich ein Paket. Womit ich was verschicken kann. Und Inhalt. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Handemaschine. Was wissen Sie noch? Was könnte ich denn verschicken? Wollte irgendjemand anderes irgendwas verschicken irgendwann? Hallo? Ich will ihn lieber nicht stören. Ich will ihn lieber nicht... Der ist noch beschäftigt hier mit meinem Vogel. Soll ich mal zur Sicherheit wieder einen Ballon mitnehmen? Kann ja nie wissen. Rufus hat die Handemaschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehlen. Auch nichts Neues. Okay. Aha! Wo kriege ich jetzt irgendwas her... Er sagt mir auch nichts mehr Neues. Okay, dann bei ihm gibt es nichts mehr. Ich muss mal wieder die ganzen Leute mal wieder abklappern und gucken, hallo, ob es noch mal. Neues gibt. Sprengplan, Frau von der Liebe. Okay. Gut, hier gibt es nichts Neues mehr, glaube ich. Das mit dem Wasser haben wir auch jetzt gelöst.
Hier gibt es auch nichts mehr. Die Rätsel hier haben wir, glaube ich, jetzt alle gemacht. Ich will eigentlich an die Coupons kommen. Damit ich was verschicken kann. Aber ich komme nicht an die Coupons, weil Toni mich nicht an die Coupons lässt, weil ich keine Kohle für die Coupons habe. Und ich habe ihr schon für verschiedene Sachen angeboten. Wie war das? Das sind Geschenke. Man gibt sie bei der Bund? Nein, du bekommst sie nicht. Tolle Geschenke. Bekommst sie nicht geschenkt, okay. Aber du. Das heißt, du willst irgendwas im Gegenzug haben. Und ich glaube, ich habe schon alles probiert, dir zu geben. Alles oder? Schon probiert. Das Einzige, was hilft, ist Beruhigungsmittel. Das habe ich auch. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich nicht noch. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Oder wir müssen sie irgendwie dazu bringen, sich noch mehr aufzuregen, damit sie Mittel nimmt. Ich sagte... Ja, nimm die Füße vom Tisch. Da muss man schon klug aussortieren. Und sieh her. Oh, nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Nochmal? Ich sagte... Ja, nimm die Füße... Da muss man... Und... Oh, nicht tief. Okay, sie rastet leider nicht mehr aus. Ich muss alles Finger Mögliche machen. Weg. Von meinen Sachen. Will sie doch nur zum Ausrasten bringen. Nein, der Tag. Moment mal. Ich muss Toni irgendwie ablenken oder mein Plan ist mit diesem Narkosemittel sie irgendwie auszunocken, damit ich mir die Gutscheine nehmen kann. Das will ich schon seit Ewigkeiten machen. Wie jubel ich ihr das unter? Der kleine Schlange. Jetzt blödes. Nee. Nee, mehr Hosen, wir brauchen mehr Inhalt. Du musst Toni irgendwie schläfrig machen. Ja, das weiß ich schon seit 2-3 Stunden. Seit 2-3 Stunden Real-Life-Zeit. Also denke ich mir schon die ganze Zeit, dass ich sie irgendwie ablenken oder ausnocken oder irgendwas mit ihr machen will, dass ich an die Coupons komme. Aber es ist die ganze Zeit halt schon die Frage, wie mache ich das? Vielleicht in was zu essen? Also was zu trinken, hat sie gesagt, fällt sie nicht mehr rein. Vielleicht in was zu... Warte, vielleicht kann ich die Tabletten klein machen? Das ist auch so schon langweilig genug. Weißt du, so in Pulverform, aber scheinbar nicht. Das passt nicht. Es ist... Das sitzt auch so... Irgendwas mit dem Fenster bestimmt. Durch den Kopf oder draußen. Kann ich in den Dartpfeil rein? Ich bin tödlich, wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Nice. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Oh, präparierter Dartpfeil. Kann ich sie jetzt von außerhalb abwerfen? Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Ich hab kein Blasrohr. Was wissen Sie noch? Reicht das auch? Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Sicher? Wie denn? Tatsache. Lol. Nice, okay. Oh yeah. Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Frieden. Strike! Nice. Hab's geschafft. Nice, endlich. Woo. Hey, Toni. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht mehr... Murmel. Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was?
Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Ach so, die da noch liegen. Ja, alles klar, auf Wiedersehen. Sehr, sehr nice. Weil ich habe schon mal vorher versucht, den Dart-Pfeil mit dem Trichter zu kombinieren. Aber da haben wir den Trichter ja noch für andere Sachen gebraucht. Deswegen ist die Idee mir nicht... Also, okay, sie ist mir jetzt als erstes gekommen, nachdem wir den Dart-Pfeil gemacht hatten. Ich wusste, dass es mit dem Narkosemittel geht. Es war nur eine Frage des Wie mal wieder. Nicht des Was, mit was wir arbeiten wollen, sondern wie wir damit arbeiten wollen. Okay. So, nächster Schritt. Wir haben jetzt die Coupons. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. So, Katzen habe ich schon alle präpariert. Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja. Doch egal. Die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur, was sag ich nur, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Wohin geht das jetzt? Oh, ganz viele Dings. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Nee, dreifach brauchen Paket die, oder? Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet. Ah, jetzt kommt die Folie. Transport kleiner Güter auf. Der nächste, bitte! Knickerfolie startet. Das gefällt dir. Die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Knick, knicke, die Knick, Taube, oh yeah. Aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Und das müsste jetzt nur die Kleine sein. Oh, ich habe schon alles präpariert. Pumpf. Oh yes. Mir hat nur dieses eine Puzzleteil mit der lieben Toni noch gefehlt. Knick. Knick. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Fehler. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Gleich wieder sich austoben da hinten bei der Knickerfolie. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Knicke die Knickparty. Eine Herzkatze. Für sofort und eine für unterwegs. Mau. Zwei Ersatzkatzen. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Was ist für? Ups. Oh, das war gar nicht meine Absicht. Oh, warte, das muss ich noch erstmal gucken. Eins. Jemand hat Löcher in den Zettel. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Eins. Drei, zwei, drei. Oh, oh, oh. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel ja, und natürlich. Dem Code gibt, bestimmt. Die Reihenfolge nicht. Oder so. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Ob es einen zustimmt, sonst wäre ich. Damit. Also, was wir zahlen könnten, das dann sein? Eigentlich nur 2. Ne? 2, 6, 9 und dann 4. Also in diesem Diamantmuster. Heißt es einmal drücken, dreimal drücken, zweimal drücken, dreimal drücken? Einmal drücken. Zwei. Drei. Das war wohl falsch. Nein, oder ist es die Reihenfolge? Das kann auch nicht sein. Was ist, wenn ich das einfach jetzt hier so mache? Du. Oder die 6? Du. Wieder falsch. Nicht, aber... Warum steht da dreimal, zweimal die 3, Mann? Ich dachte so 1 und dann dreimal die 4 und so weiter. Doch nicht? Warte, und wie komme ich da oben ran?
Achso, ich muss... Ach, deswegen heißt es Tresorraum, weil ich über den Tresor nach oben komme. Achso, okay. Warte, kann ich das nicht... Jemand hat Löcher in dem Postbot, muss echt langweilig gewesen sein. Kann ich das nicht irgendwie nochmal so drüberlegen? Weil ich will wissen, ob das wirklich hier... Ach nee, das Loch ist hier auch... das Loch, der Zettel ist auch so in 9 Teile unterteilt. Okay. Also das da oben scheint immer noch die 2 zu sein. Und da die 8. Und das da links, weiß ich nicht. Oder einfach nur den Zahlen folgen. 1, 3, 2, 3. Ups, nein, wo gehst du hin? Ich habe mich verklickt. 1, 3, 2. Wieder falsch. What? Das war komisch. Moment. 1, 3, 2, 3. Aber warum waren dann die Löcher im Papier? 1, 3, 2, 3. Wieder falsch. Nee, 1, 3, 1, 3, 2, 3 ist es auch nicht. Die Zahlen so, Das wirkt so einfach, aber irgendwie... nice, jetzt ist alles... Jetzt gerade vorhin hatte ich schon alle Sachen präpariert, alle Teilrätsel gelöst. Mir hat nur noch gefehlt, die Toni auszuschalten. Das Rätsel ist mies, aber eigentlich einfach, wenn man es weiß. Welches? Das jetzt gerade oder das von vorhin? Ersatzkasten. Wenn ich durch die Löcher gucke, erkenne ich... Dass dieser Zettel stinklangweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Keine Ahnung. Was könnten wir noch machen? Hatten wir noch irgendwo irgendwelche... Hier? Das Erdmagnetfeld hat hier und Leute vom Schlafen ab... Hatten wir noch irgendwo ein Feld hierfür? Warte mal, was ist eigentlich der untere Knopf da? Den habe ich noch gar nicht gedrückt. Sieben. Das ist einfach abbrechen, oder was? Ach so, okay, das ist einfach abbrechen. Okay, pass auf. Bevor wir da weitermachen, können wir schon mal eine der Ersatzkatzen drauf machen. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Jack, 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 Jack. Sie murrt so schön. So. Also die untere Taste scheint nur abbrechen zu heißen, weil vielleicht... Aber wieso stehen da Zahlen dran, Mann? Ich würde so gerne den Zettel nochmal darüber kleben, einfach um zu gucken, wo die Löcher sind. Zusammenhang zwischen dem bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst da. Vielleicht 2, 4 und dann die leere Taste unten. Oder vielleicht war das verrutscht oder so. Dann zuerst die Mitte. 5, 7. Diese Leertaste und dann die 9. 5, 7, 9. 5, 7. Nee, das ist einfach nur abbrechen. Das kann es nicht sein. Oder 2, 1. Und dann 8 und dann 6. 2, 1, 8. Wieder falsch. Goddammit! Ich habe schon so viele Kombinationen ausprobiert, die es sein könnten. Diese Knickerfolie. Steam Download bei 99%. Steam Bootstrapper reagiert nicht mehr. Steam Download bei 2%. What? Sie schnurrt, ja. Und die Folie knickt. Das beruhigt so schön. Knack, 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 knack. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Das erinnert mich auch so ein bisschen an eine Telefonscheibe. So 1, 3 und so. Habe ich hier noch irgendwo Knickerfolie? Ich brauche es.
Wenn du es so darüber legst, es passt nicht so ganz darüber. 1, 3, 2, 3 haben wir auch schon probiert. Ich habe auch schon probiert, einmal die 2, dreimal die 4, aber das funktioniert auch nicht. Falls man das irgendwie multiplizieren soll. Vielleicht einfach nur plus rechnen? Nee, das kann auch nicht sein. Weil dann unten die 8 wäre plus 2 und dann, das wäre die 10 ganz unten. Aber das ist nur die Abbruchtaste, nicht die 10. Der Zettel ist immer noch 4x4, das Tastenfeld 3x3. Nee, der Zettel ist 3x3. Drei Felder oben, drei Felder nach unten. Wo siehst du, 4x4 ist der Zettel. Wo siehst du da ein viertes Feld? Nee, der Zettel ist eindeutig 3x3. Soll ich es dir sagen? Nee, ich will noch ein bisschen selber drauf kommen. Ich überlege gerade, ob es irgendwo in dem Dorf noch eine andere Stelle geben könnte, wo ich diesen Zettel dranhalten könnte. Achso, 4x4 meint ihr, wenn man die Löcher so richtig aufteilt, weil ich habe nach den Knicken im Papier aufgeteilt. Deswegen, ne? Weil die Knicke im Papier ist 3x3. Das hat mich verwirrt. Weil ich dachte, ich habe das ganze Ding nicht als Gitter gesehen, sondern als Stellen, wo er mit dem Finger halt gedrückt haben könnte auf dem Apparat und dann hat er vielleicht irgendwo mal bei einer Taste ein bisschen weiter daneben gedrückt und nicht exakt in die Mitte und so. Das war mein Gedanke jetzt dabei. Oder wollen wir damit sagen, die 1 ist die 3, die 3 ist die 2? Oder, weil das heißt es dann ja dann oben in der ersten Reihe, das dritte Feld ist die 1. Das erste Feld ist die 3, das vierte Feld ist auch die 3 und das zweite Feld ist die 2. Oder meinen Sie irgendwie, der Code ist 3? Ich meine, wenn ich nach dem Raster gehe, dann ist der Code halt 3, 1, 4, 2. Beziehungsweise 3, 1, 2 und dann 4. Aber warum stehen dann Zahlen dran? Was bedeuten dann die Zahlen jetzt wieder? 3 ist die 1? Nee, das habe ich auch schon überlegt. 3, 1, 2, 4. Das kann es aber eigentlich auch nicht sein. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2. Wieder falsch. Nee. Jemand hat Löcher im Post. Jetzt habe ich schon so viele verschiedene Sachen ausprobiert, wie man das interpretieren könnte, diesen Zettel. Aber wozu sind jetzt wiederum die Zahlen da? Ich denke nicht, dass man das Ding sich irgendwie im Kopf nochmal umdrehen müsste oder so. Oder bedeuten die Pfeile, dass man den ganzen Zettel drehen sollte? Hm.
Na, das ist doch so einfach. Er sollte echt das Inventar wegmachen beim Nachdenken. Meinst du, dann geht das einfacher, wenn ich nicht auf diese Kombination da gucke? Kann man das Muster irgendwo drauflegen? Oh! Wow! Mindfuck! Jesus Christ! Wow! Okay, Bro. Ja, dann ist der Code 33649. 3649. 3649. Haha, Rufus im Haus. Und gleich ist er. Fucking Christ. Das war aber ein gutes Rätsel. Es war ein krankes Rätsel, aber... Jesus Maria. Dahin damit. Und ich habe vorhin die ganze Zeit versucht, ich hab das überhaupt nicht in Verbindung... Ich meine, wenn du es weißt, wenn du die Rätsellösung weißt und siehst, dass es hier 4x4 Briefkästen sind und du es schon mal gelöst hast, dann ist ja klar. Ja, na klar ist das Feld hier 4x4. Das ist, oh mein Gott. Jesus Christ. Alter. Aber, also ich finde, das Rätsel war ziemlich schwer, fand ich, aber das war sehr interessant kombiniert. Warte, habe ich den Vogel jetzt mitgenommen? Ja. Wow. Okay, dann, also der andere Plan war jetzt hier, das Ding einfach immer weiterlaufen lassen. Nächster bitte! Nächster bitte! Jesus Christ. Das Rätsel hat mir aber gefallen. Bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Der klang aber... Nächster, bitte! Nicht so gestresst da drin. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Hier klingt der relaxter. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Okay, okay. Puh! Rufus hat die alte Maschine missbraucht, um Schindel... Oh, er hat seinen Kopfhörer fallen lassen. Er sabbert er oder weint er? Er ist völlig fertig mit den Nerven. Nein, damit! Er ist völlig fertig mit den Nerven. Okay, jetzt auf zum Funkgerät. Und zwar kann ich hier noch Mikrofon mit Kopfhörer. Ein Adapter. Kleine, großer. Ja, Blödsinn. Steck ich oben rein. Nein? Brauche ich noch tatsächlich einen Adapter? God damn it! Hier, Wünschelrute ist ein Adapter. Da fehlt ein klein großer. Da fehlt kleine, großer. God damn it! Fehlt nur noch das Funkgerät. Ja, das Funkgerät ist doch da! Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Ja, und Mikro und Kopfhörer habe ich dabei! Kümmern? Hallo? Es sieht gerade so offensichtlich aus. Was passt hier gerade nicht? Da fehlt klein großer. Muss ich da irgendwas aufbauen? Da fehlt klein großer Blödsinn. Wo ist das Problem, mein Junge? Oder muss ich einfach nach oben gehen? Oh, jetzt geht's. Ich musste nur nach oben gehen. Okay. Ich dachte, ich kann von unten auch schon da oben aktivieren. Gut. So. Jetzt kann's losgehen. Das war ein Krampf hier. Okay, lass mich kurz, bevor wir mit dem nächsten Teil loslegen, lass mich nochmal kurz speichern. Weil ich konnte von unten auch da oben die Sachen anklicken. Ich dachte deswegen, es wird auch so gehen. So, also, was wollen wir jetzt machen? Jetzt kann's losgehen. Hallo? Oh, da ist es. Ist da jemand? Hallo? Du stehst nicht mal im Raum. Ja, aber ich konnte die Dinge auch anklicken von unten, deswegen. Cletus! Komm schon. Was für ein ist der? Liebe ist
Größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Du sollst Cletus finden. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Der Cletus sieht nicht sympathisch aus. Möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat, viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Geld. Antworten. Ich schalte den PC auch immer vom Badezimmer aus an. Nee, darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass du dir schon bereits im Badezimmer vornimmst, den PC später einzuschalten. Ne? Nicht vom Badezimmer aus einzuschalten, sondern von dort aus dir innerlich den Befehl gibst, rüberzugehen und einzuschalten. Ne? So, Antworten. Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Ich muss alles wissen. Elysium. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Alles. Wie ist es da so? Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Hier und ist die Menschen hier. Sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Ja, genau. Rufus ist nämlich gar nicht penetrant. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Er ist mir unsympathisch, sehr unsympathisch. Planen die Organons etwas? Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie. Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Oh. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer so etwas seltsam und so komisch genuschelt? War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Dies war auf dem Kopf. Mal angenommen, sie hätte eine Art Gehirnerschütterung. Nur hypothetisch. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, ich brauche nicht, Ihr Hirn. Er hat sie super gern. Und ihr klingt aber nicht wie zwei Verlobte. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts. Smalltalk. Bisschen Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Na, was wohl? War nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Was? Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Vielleicht Knickerfolie? Noch nicht alles gesagt? Nee, ich will nach Elysium. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Was, Sergeant Roo? Das nächste bitte musst du als Follow-Bestätigung machen. Ja, Sergeant Roo, das habe ich mir sogar heute vor dem Stream noch überlegt. Weil ich fand Lotti so witzig. Da habe ich heute Morgen nochmal auf YouTube nach Lotti gesucht. Also Deponia, Lotti. Und eines der ersten Videos auf YouTube, die mir da direkt vorgeschlagen wurden, war... nächster bitte... ich glaube, Klingelton? Nächster bitte Klingelton? Wo die ganze Zeit nur nächster bitte immer wieder gekommen ist als Klingelton. Und da habe ich mir auch gedacht, hey, das könnte ich eigentlich benutzen für irgendetwas, wie zum Beispiel für Follower-Sounds. Genau die Idee hatte ich auch. Aber habe ich noch nicht rausgeschnitten oder noch nicht für mich irgendwie mir irgendwo herausgenommen.
Muss ich aber machen. Irgend so ein besonders aggressives Nächster bitte reinfügen. Geld, viel Geld. Geld, viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut, wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Was? Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Warum nicht? Dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Ja, das sollten wir vielleicht erstmal klar machen. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Oh. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der untere Aufstiegsstation. So geht's mir auch. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Na, mal sehen, ob das so ohne Probleme funktionieren wird. Sollen wir die Sachen wieder mitnehmen da? Nee, nein, doch, nein. So, das machen wir dann gleich. Warte, ich will jetzt... Warte, wo lag die nochmal? So, ich habe jetzt den Bug nicht ausgelöst, ne? Der passieren kann auf der Post. Ich kann jetzt in aller Ruhe weitermachen ohne irgendwas, ne? Hallo, Lotti. Oh, Lotti, keine Lust mehr? Hallo, Lotti. Ich glaube, wir haben Lotti aufgebraucht. Lotti ist ohne Kraft und Energie. Auf der Krankenstation war die. Hallo? Wo ist die hin? Aber wo ist Goal? Was soll das? Oha! Sieh an, sieh an! Hab ich du Hinterhältiger! Was soll das heißen? Niemand mag Kletes! Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Ups. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Und aufgeweckt. Oh. Er hat uns verraten. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Natürlich. Ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun? Das hilft bei deinen Zähnen auch nicht. Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Sehr gut gemacht, Gizmo. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Aber was willst du machen bei denen? Vielleicht hätten sie wirklich sonst alles in Schutt und Asche gelegt. Okay, unser Dorf besteht eigentlich aus Schutt und Asche, von daher.
Wieso hast du deinen Dietrich fallen lassen, Mann? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich als ihr geblinzelt. Kein Gitter. Oh, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nach links klicken. Da, als ihr geblinzelt. Ich sehe sogar, wo der Dietrich rumliegt, Mann. Hier, Katze. Los. Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Dieser Katzensack. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Lenk ihn ab, los! Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung und dabei. Goddammit. Kann ich mit irgendwas anderem hier noch interagieren? Nee, ne? Nur wenn mit dem. Ich das zuschweiß. Du sollst es nicht zuschweißen, du sollst es aufmachen! Hey, auf nicht mit der Wünschelrute spielen! Kleine süße Katze, kann ich sie einschläfern? Narkotisieren? Hey, aufhören! Das muss nicht um. Katze umgefüllt werden? Tierquälerei des. Ich quäle keinen. Und im Ge. Er ist sehr konsistent. Kann man sie. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Aber das ist nicht Gold. Nein, sie. Und ihn anschließend exakt fangen. Nein, der Tag. Moment. Wie komme ich hier raus? Gizmo hat mein. Und dabei. Kann ich mit Gizmo reden? Hey! Hallo! Was ist denn? Muss raus! Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Goal retten! Ich muss Goal vor dem Organon retten! Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört! Ich habe nichts getan! Ich habe nichts getan! Das sehe ich anders! Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich! Was? Die Zelle ist eine Zumutung! Ach! Denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Weil ich. Einen Dieb, einen Faulenzer, einen ewigen Unruhestifter. Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Und Feuer brennen mal schnell Dörfer nieder. Das ist alles Kettenreaktion, kann passieren. Ich werde mich bessern. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Rufus! Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Wer immer. Erst einmal bis zur Verhandlung. Aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Ja, bitte. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Ja. Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Mist. Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Was noch? Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Feuer! Netter Versuch, Bursche. Aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Medizinischer Notfall. Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Ich will aber nicht, ich muss raus. Hunger. Essen gibt es heute Abend wieder. Flöre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch Lecker aushalten. Mach Mist. Nichts. Dann stör auch nicht. Lass mich hier raus. Ich muss die Katze benutzen. Lenk ihn ab. Meine Philosophie. Zieh an dem Hebel, Katze. Geht nicht. Okay. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Geh dahin. Nein. Wie ich geh's. Kann ich zum Baum? Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch. Kätzchen. Alarm! Was? Warum Alarm? Ist der allergisch gegen Katzen? Schutzmodus. Ach so, Feuer wäre natürlich Katze vom Baum retten. Meister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz! Wie zufrieden er guckt.
Frechheit siegt. Nice. Die Lage spitzt sich zu. Interessant. Aber ich muss leider an dieser Stelle hier tatsächlich aufhören. Es ist schon relativ spät. Und morgen früh müssen einige in diesem Haushalt ziemlich früh aufstehen. Deswegen, ne? So. Speichern wir noch zweimal hier. Ey, Deponia, ich find's bisher super geil. Ich freue mich schon sehr darauf, das weiter.